Neuen Folge oder ersten. Warte, ich mache etwas Tonleiter. Ich erkläre euch. So, warum ist mein Ton eigentlich immer laut? Das frage ich mich. Ja. Also, ich will hier mit euch ein neues Spiel testen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben. Ja, nee, komm, kann bleiben. Ihr dürft entscheiden, ob, wenn ihr mehr wollt, gebt einen Daumen hoch. Und bei 5 Daumen hoch mache ich es, weil so viele Spiele, das ist schwer, ja. Das ist schwer, ja. Und wir machen heute, das Spiel heißt Bouncy. Und ich werde es euch vor allem mal zeigen und währenddessen werde ich mit... Also, warte, hier drum geht es erstmal. Also, ich bin dieser Zwerg hier unten. Neben sieht ihr eine 17, ne? Das ist meine Lebensanzahl. Und ich kann hier so schießen, ja. Das ist ähnlich wie Dings... Wie kann man das nennen? Wie... Weiß nicht. Keine Ahnung. Und hier drum gibt es halt einfach... Du kannst hier ballern und so. Und oben in der Ecke seht ihr eine Flagge mit 49. Das ist mein Levelanzahl. Ich habe sehr viel gespielt, ich weiß. Ich wollte halt Level hoch sein, damit ich euch so viel wie möglich zeigen kann. Ja. Und das 18. verstehe ich noch nicht so ganz. Ich habe 260 Juwelen, also nice, ne? Und ich muss hier halt überleben, ja? Und oben seht ihr diese Kästchen, oben neben der 49. Und wenn ich bei jedem Schuss, da kommt ein Kästchen weg. Oder eher gesagt mehr. Und ich habe das gerade weggemacht. Also warte, ich erkläre. Und bei jedem Kästchen, wenn es voll ist, dann kommt es, wenn ich alle getötet habe, da habe ich gewonnen. Jeder zieht 1 ab, außer diese metallischen da. Die ziehen 5 ab. Und der Boss, der kommt am Ende, der zieht alle. Der macht One Hit sozusagen. Und ihr seht so eine. Wenn ihr seht, das warte, ich kann es euch erklären. Wenn die Schüsse einfach so verschwinden, ich tippe einfach doppelt drauf und dann verschwindet es. Ich kann sein, dass ihr euer Handy oder iPad oder wo auch immer ihr meine Videos hier gerade guckt, umdrehen müsst wegen dem Sichtfeld. Das ist so wie Clash Royale halt eben, wenn ich zock. Das. Versteht was ich meine? Hoffe ich doch mal. Weil ich bin schlecht in Erklären, ich weiß. Und da oben seht ihr eine Kiste. Das lasse ich laufen. Das lasse ich laufen. Okay, währenddessen das passiert, kann ich dir sagen, dass ich werde heute 2 Levels zocken oder so. Wenn man verliert, verliert man eigentlich nichts. Am Ende kriegt man immer eine Truhe. Immer. Wirklich immer, wenn man gewinnt. Man verliert nicht, außer man zahlt und das will ich nicht. Und eine Werbung kommt da, glaube ich, auch manchmal. Kann sein. Außerdem, diese Aufnahme kommt direkt nach Dig Out, Folge 3. Das will ich nochmal hinweisen. Falls ihr die Folge hier seht. Und ich... Oh, nee, danke. Und nur zur Anmerkung. Manche von euch denken, Videos aufnehmen ist nicht so schwer. Es ist schon etwas. Es ist schon etwas schwer. Es ist, ich gebe es schon zu, es ist schwer. Das ist schon schwer etwas, also. Erstens alle mit der Kamera filmen und so. Und diese Apps da, dieses M-Symbol da, manche fragen mich manchmal, was es ist. Ja, das ist das, was mir hilft dabei. Ohne das würde ich, glaube ich, kaum Videos machen können. Über Dig Out Banjo. Über Dig Out Bouncy jetzt gerade. Clash Royale, 500 Freddy's. Und so. Ich würde nie davon Videos machen können. Noch nie. Das kann ich auch noch hinten lassen. Und das daneben seht ihr jetzt gerade so ein rotes. Neben der 17 ist 693. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich glaube, das ist mein Schadenanzahl. Und daneben seht ihr üben drüber. Üben drüber, ne? Oben drüber seht ihr so ein Gift und so ein Bohrer an der Art, ja? Und das sind meine Kräfte, die ich bekomme. Zum Beispiel bekomme ich, okay, goldener Ball und das untere ist immer, was ich am Ende bekomme. Und das obere immer am Anfang. Am Anfang kriege ich jetzt den goldenen Ball und am Ende diesen Gift-Dings, ja? Den mit dem Schild da, der mit dem Schild, den kann ich nur von neben anhauen. Also ich kann den nicht von unten anhauen. Und mein Skin bewegt sich immer da, wo der letzte Ball trifft. Oder der erste mehr, also der erste. Und da oben ist schon der Boss. Das heißt, es spawnen keine mehr. Das ist der Boss. Es kann keine mehr spawnen. Und das Gute an ihm ist, der ist so riesig.
Das ist das Gute daran. Das ist sehr gut. Und ich kann Schaden verlieren. Ich habe 17 Leben, ja. Aber wenn ich kein Leben mehr habe, dann bin ich komplett weg. Nice. Das kann ich schon mal vorsagen. Der King, der zieht mir so irgendwas mit 999 Millionen oder so. Was weiß ich denn? Irgendwie so etwas war es. Ich kann euch das... Das ist aber wahr. Okay, ich glaube, ich krieg den nicht mal tot. Irgendwie muss man den ja tot bekommen in diesem Level. Aber ich sitze hier und deswegen wollte ich mit euch aufnehmen hier. Den werde ich tot bekommen. Doch, den muss ich tot bekommen jetzt. Ja, den krieg ich... Jetzt habe ich so einen Schlüssel bekommen. Die Truhe habe ich davor schon eingesammelt. Ey, ist doch nicht wahr, oder? Hier weg. Ich will das nicht sehen. Truhe öffnen. Hier kriege ich 2 Sterne. Ich weiß nicht, was die machen. 1346 Gold und 5 Diamond. Also Juwelen. Und jetzt grade ich. Jetzt kann ich hier meinen Zauber upgraden. Welches würdet ihr verbessern? Das erste, ne? Ich würde das erste verbessern. Deswegen mache ich es auch. Wenn ihr mehr Bouncy sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da außerdem. Und abonniert, wenn ihr ihn nicht abonniert. Das ist sehr wichtig. Ja, ich brauche die Abonnenten jetzt nicht, aber es wird mich freuen. Es wird mich freuen. Weil ich gebe mein Bestes für die Videos, ja? Ich nehme, wann ich Zeit habe, ja? Ich tue es. Es ist halt wirklich so. Ich nehme manchmal Zeit, Zeiten auf, wo ich eigentlich ins Kino muss oder so. Heute beispielsweise, heute habe ich eigentlich etwas Zeit, weil heute ist ja der Dienstag und es sind Ferien außerdem, ne? Die Weihnachtsferien. Und ich weiß, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Weihnachtsferien habt und aus welchem Land ihr kommt. Ob ihr von Deutschland seid oder so. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle Ferien habt. Wenn nicht, dann bald wahrscheinlich. Und wenn ihr schon Ferien hattet, dann ja, wird es noch etwas dauern. Und wie lange habt ihr Ferien, würde ich auch von euch gerne wissen. Außer von dir, Fefa. Ich weiß, wie lange du Ferien hast, weil ich in derselben Schule gehe wie er. Außerdem, Fefa und ich sind nicht mehr in derselben Klasse. Wer nicht Fefa kennt, unbedingt bei ihm abchecken. Obwohl, nee, ja, keine Ahnung. Ich mag seinen Kanal jetzt nicht so. Aber manche von euch... Naja, und Dings, der Drill, dieser Bohrer, der wo vorne manchmal ist, dieser Lina, ne, der kann durch Schild. Falls ihr euch fragt, warum der gerade durch Schild gegangen ist. Und dieser Disc-CD ist auch geil, der kann durch... Den CD wollte ich verbessern eigentlich, aber das ging nicht. Also, der ist relativ neu. Das war ein Fehler. Das war kein Fehler. Und Bouncy ist eigentlich so ein relativ... mittelmäßiges Spiel für mich. Ich würde es aufnehmen, wenn ihr Lust habt, aber nur, weil sonst nehme ich zu viel auf. Sonst spiele ich das offscreen, also alleine sozusagen. Aber wenn ihr wollt, nehme ich es auf. Wenn ihr wollt, nehme ich es auf. Ihr müsst entscheiden. Ich mache es für euch. Für euch, ja. Ich finde diese Disc so genial. Vor allem, die zieht 330 ab. Das ist nicht ohne. Das ist schon was. Oh nein, ich war so dumm. Das war auch so dumm gerade. Aber ich krieg die Truhe nicht. Ja, okay, ich krieg am Ende keine Chest. Das meinte ich mit dieser Truhe. Das ist so dumm. Man muss die Truhe und gewinnen. Das ist zu viel verlangt vom Spiel. Und ich glaube, ich schaffe das nicht mal. Ich habe versagt wohl mit euch zusammen. Ja, ich bin tot. Tot. Junge, ich hasse die Werbung. Man kann die aber überspringen zum Glück. Da muss ich keine Cuts machen. Noch einmal spielen wir und dann ist Ende. Ich hoffe, euch hat es aber gefallen. Warum kommt jetzt ein Dragon? Die Dragons ballern außerdem nach jedem Zug, ne, nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einfach mal ein Like dort. Ich gucke mir die Likes auch immer, also in dieser Woche muss ein Like dort sein. Wenn nicht, dann mache ich keins mehr, weil ich kann auch 100 Jahre warten und dann sind wahrscheinlich locker 5 Likes da.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß, es ist nicht so ein krasses Spiel jetzt. Ja, ich denke, nicht so viele werden liken. Von daher werde ich jetzt auch nur eine Folge lang machen, denke ich mal. Außer ihr habt richtig krass Lust drauf. Dann. Ja. Natürlich mache ich pro Woche so um die 12 Videos. Das wird jede Woche sein. Manchmal sogar mehr, aber weniger nie. Ja, da stand gerade was, das könnt ihr euch durchlesen. Da stand wegen dem Fortsetzen soll ich da drauf tippen, wenn ich nicht warten will. Und ja, ne? Uff. Das Spiel kostet kein Geld, also ihr könnt es euch auch selber holen, wenn ihr Lust hättet. Das ist kostenloses Spiel. Auf Handy weiß ich es noch nicht so ganz. Müsst ihr gucken. Aber auf iPad ist es kostenlos. Woher ich die Spiele immer finde, ich weiß selber nicht so ganz. Also ich finde sie einfach. Ich gebe einfach irgendwelche komischen Namen ein. Wie zum Beispiel Dig Out. Ja, da habe ich mir einfach gedacht, auf ein englisches Spiel würde ich auch mal spielen. Aber ein englischer Namensspiel. Dann habe ich einfach Dig Out eingegeben. Beispielsweise hier habe ich jetzt einfach Bouncy eingegeben. Das ist so eine Sache. Und mir gefällt das Spiel. Aber wenn es euch gefällt, dann können wir es öfter spielen. Ich verstehe, was solltet ihr eigentlich machen? Ihr könnt zuschauen, ob ich gewinne oder nicht. Mehr nett. Deswegen würde ich meinen, das gefällt nicht so vielen Leuten. Ui, das hat heftig gemacht. Schaden. Und wenn wir 10 Abonnenten haben, außerdem, da kann ich euch sagen, ich werde dann 15 Videos pro Woche machen. Das wird so sein. Und. Oh, das hat. Alter, was teilt dieser Dings aus? Der teilt heftig Schaden. Naja. Und wenn ihr wollt, dann mache ich sogar Mr. Bean Videos. Ne? Da rede ich und so, mache eine Facecam. Da rede ich und mache eine Facecam und so. Und da ist halt Mr. Bean dabei. Ja, ein paar Folgen Mr. Bean würde euch auch nicht schaden, oder? In meinem Kanal ist das nicht ein Wunder. Nur wenn ihr Lust hättet, natürlich. Also, gerade habe ich mittlerweile etwas Glück. Außerdem, wenn der König jetzt sterben würde und die anderen nicht, da habe ich noch nicht gewonnen. Das ist etwas dumm, ich weiß. Das ist aber Bouncy. Das Spiel ist. Alter, ist das heftig. Boah, ist das heftig gewesen an Schaden. Alter, ist Donald denn sein Ernst? Hier 74, 74, 74, 74, 74. Das macht so viel Schaden. Und komplett weg. Genatzt. Und den kann ich jetzt todestot machen. Habe ich die Truhe bekommen? Ja, ne? Ich denke schon. Ich denke, ich habe die Truhe bekommen. Und ja, noch das war's eigentlich. Ich öffne noch schnell die Truhe. Wir haben 1 Stern, 1374 Gold und 5 Juwelen bekommen. Bonus mache ich nicht. Ich level meinen. Da unten seht ihr diesen lilanen Pfeil. Das bedeutet, ich kann mehr Sachen verbessern. Zum Beispiel wie der Disk dann, aber das kostet mich was. Das heißt, nächstes Mal verbessern wir unsere Disk. Und unseren mit lila aussehenden Bohrer. Okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr sehen wollt. Mehr sehen wollt. Abonniert, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Das würde mich sehr freuen und helfen, wahrscheinlich. Und ja. Ne, bis nächstes Mal und tschüss.